Ja, dieses Jahr Weltcup, eine Weltmeisterschaft in München und das ist meine Heimstadt, weil ich dort wohne und das ist ja auch in Deutschland und wir sind Organisator und Gastgeber und von daher ist es ja sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert und da wird ja auch mal Quarter Places für London 2012 wird vergeben und wir werden auch für die Quartenplätze auch mal kämpfen. Und da ist ja Heimvorteil, gibt es ja bestimmt und da hoffen wir, dass das gut und möglichst ausnutzen können. So, wir haben dieses Jahr die Sydney Weltcup rausgelassen und dafür haben wir Trainingslager gemacht und möglichst in große Mannschaften und werden wir vor Ort immer möglichst in Deutschland mal trainieren. Und da die Mannschaft ist sehr groß und da wird bei Weltmeisterschaften, es geht um die Mannschaft und von daher, wir werden mal schauen, welchen Mitschützenden in die Mannschaft für WM mitnehmen können und das werden wir schauen und das ist der sehr große Stellenwert ist. Und ja, also eher mehr an die Qualität vom Training achten wir drauf. Ja, es ist für mich eine recht eigenartige Situation, Mike zu interviewen, aber die Frage ist die, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat die WM in München dieses Jahr für dich? Ja, natürlich super, die Heim-Weltmeisterschaft in München zu haben. Tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren, anspruchsvolle Aufgabe. Und ja, man wird sehen, wird es schwer werden, sich zu qualifizieren. Und wenn man im Team ist, wird es sicherlich ein sehr, sehr spannender Wettkampf werden. Die zweite Frage wäre, wie du dich speziell auf die WM dann die letzten Wochen vorher vorbereitest. Wie gesagt, erst haben wir die Qualifikation, dann kommt noch ein Weltcup in Belgrad und ein paar Trainings werden wir auch noch in München haben und hoffentlich wird die Vorbereitung so gut sein, dass wir auch alle zufriedenstellen und gut abschneiden.